Moin Leute, wir zocken heute eine neue Staffel oder ein neues Projekt, könnte man so nennen. In Europa Universalis, wie ihr das so seht. Wir machen jetzt die erste Staffel Random Nations. Da gehen wir einfach auf zufällige Nationen und gucken, was dabei rauskommt. Die erste Nation nehmen wir natürlich, die erste, die reinkommt. Ich hoffe, es wird eine, womit man einigermaßen gut spielen kann. Da werden auch ziemlich große Herausforderungen daraus entstehen. Ja, zufällig Nation. Es ist Sachsen. Okay, Sachsen ist nicht so schwierig. Es ist im Reich, da braucht man halt einen Kriegsgrund gegen die Gegner, damit der Kaiser, also in diesem Falle Österreich, nicht reinkommt. Und wir haben Chance, Anhalt, Magdeburg, vielleicht auch was gegen Böhmen, obwohl das eher unwahrscheinlich ist. Und gegen Brandenburg und Hessen und Braunschweig irgendwas zu reißen und Würzburg im Süden halt ein bisschen zu expandieren. Das ist alles eigentlich machbar. Okay, wir starten das Ganze. Iron Man Modus. Wir nennen das Random Nation. Sachsen. So, und dann starten wir. Ich hoffe, euch gefällt diese Art Projekt. In dieser Staffel haben wir noch ziemlich Glück gehabt mit unserer Nation. Zum Beispiel, es kann auch sein, ich habe eben mit den Azteken gespielt. Es kann auch sein, dass wir irgendwo da bei den Azteken oder irgendwo bei den Horden oder in China oder so kleine Nationen kriegen, die sich gar nicht spielen lassen. Ich glaube, das werden wir erstmal nicht schaffen. Ja, und unsere Feinde nehmen einfach die wieder, die wir halt auch da oben haben. Bayern, Böhmen, Deutscher Orden, Bayern und Böhmen. Weil das sind ja auch die am schlechtesten Meinung von uns haben. Könnten wir uns theoretisch mit Brandenburg verbinden. Das wäre ganz gut, weil Brandenburg ist eine große Nation neben uns. Sie könnte gefährlich für uns werden. Und dann machen wir einfach ein Bündnis. Bayern im Süden hat nicht so gute. Bei Österreich. Es wäre immer gut, wenn wir Kaiser. Kaiser Geschäfte zu machen oder halt ein Bündnis. Das gefällt mir. So, wir rekrutieren gleich mal einen General. Was wir noch nicht machen können. Das ist natürlich nicht sehr gut, aber. So, jetzt Magdeburg geht auch noch rein. Mehr nehme ich, glaube ich, jetzt erstmal nicht an, außer dass das Land hat große Qualität und ist gut für unsere Zusammenarbeit geeignet. Ich würde vielleicht gegen Anhalt gehen, obwohl die mit Braunschweig verbündet sind. Da würde ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, aber darauf lassen wir es noch nicht ankommen. Die sind mit Köln verbündet. Könnten wir. Aber wir warten erstmal ab und gucken so, wie die Lage sich entwickelt. Ich bin ja sonst einer, der ziemlich gern Krieg führt, aber ja, in Random Nations müssen wir aufpassen. Weil das uns da nicht nur groß macht, irgendwie unsere Pläne durchkreuzt. Oder einfach nur, ich bin im Minus, ja mein, oder einfach nur eine Koalition. Unsere Existenz beendet. Ja, machen wir natürlich. Kostet ein wenig Legitimation. So. Jetzt haben wir einen General, der eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Ein Sterne-General zwar, aber der hat wenigstens überall Punkte. Das ist jetzt schon ziemlich gut. Ich glaube, gegen Böhmen sollte ich mich nicht anlegen. Pfalz, Ferrara, Schlesien. Ich habe zwar. Ja, okay, Rivale erniedrigen habe ich auch nur. Ja, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Wir gucken erstmal rum, was wir hier alles machen können. Auch nicht, weil die haben schon ziemlich viel Verbündete. Mit Braunschweig, da würde Brandenburg und Magdeburg mitkommen. Gegen Anhalt und Braunschweig. Ja, das könnten wir doch machen. Brandenburg und Magdeburg haben zusammen 14.000 mit unseren 17.000, 21.000 gegen deren 11.000, 21 Mann passt schon irgendwie.
Die werden uns schon retten. Vor allem Brandenburg hat mehr Mann als ich. Ich habe mir so ein kostenloses Pack geholt. Das ist so... Ja, nicht ein Content-Pack, halt kein so richtiger DLC. Sondern auf Steam einfach so geholt. Ich habe einfach nach kostenlosen Packs so gesucht. Da gibt es halt ein bisschen andere Texturen. Zum Beispiel die haben jetzt so... Ja, so was anderes an. Ich glaube, die Österreicher auch. Ja, genau. Könnt ihr euch holen. Das ist, glaube ich, so... dagegen muss ich was tun. Das ist, glaube ich, Catholic Major Unit Packs. Das andere Evangelic Major Unit Packs. Dann habe ich mir noch so ein Musikpack geholt. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Ich glaube, ich schalte die Musik ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, es könnte theoretisch für euch zu laut werden. Aber glaube ich nicht. Ihr werdet mich ja sicherlich verstehen. Ich hoffe, das ist nicht so wie bei so einem anderen Mal. Ich würde sagen, Freunde Not. Ich würde Österreich gerne helfen. Okay, wir haben 10.000 Rekrutenreserve. Da geht auch 1.000 Mal weg. Das ist nicht schlimm. Wir nehmen schon mal Stellung in Leipzig an der Grenze, obwohl das vielleicht doch nicht so schlau wäre, da beide Truppen auf uns gehen können und 11.000 gegen 7.000, obwohl Magdeburg auf und oben mit ihren 6.000 kämen könne, ja, keine Ahnung, könnte, glaube ich, das ist wichtig. Ja. Rekrutieren möchte ich jetzt auch niemanden. Können wir hier den Handel? Das wird sicher nicht funktionieren. Da den Handel übernehmen. Nein. Handel übertragen meine ich, weil die sind ja eh in der Handelsliga. Die Hanse, soweit ich weiß. Mit Riga, ja, das müsste die Hanse sein. Doch. Wenn ich gegen Braun... Oh, das ist eine schlechte Idee. So, das müsste... Ja, ich gucke nochmal, wer alles doch mit reinkommen würde. Ja, vielleicht könnten wir Österreich... Sie sind mit dem Feind ver... Ja, sie sind noch mit dem Feind verbündet. Da das ja... da die ja Kaiser sind. Bin ich eigentlich Kurfürst? Ja. Wir wählen Sachsen. Wir wollen natürlich Österreich weiter... wir wollen Gunst von Österreich bekommen und auch einfach Sachsen. Wir werden eh keinen Kaiser bilden können, da wir uns ja nur selber unterstützen. Brandenburg unterstützt ja auch schon Österreich. Von daher passt das alles. Das ist immer nur noch. Das ist minus 1. Das geht runter. Okay. Jetzt könnte ich natürlich auch erstmal die Thüringer Burg stilllegen, aber. Vorm Krieg ist es ein Risiko, ziemlich großes Risiko. Aber die Packs sehen schon ganz cool aus, also die Units, die Einheiten davon. Wir haben immer noch den Standardtyp. Braunschweig auch. Ich schätze, das haben die meisten hier. Frankreich hat vielleicht noch einen anderen. Österreich hat ja einen anderen. Brandenburg hat einen anderen. Böhmen vielleicht ja auch. Aber wir sehen die böhmischen Truppen nicht. Da Böhmen ja auch eine ziemlich große Großmacht ist. Wohl hier in dem Fächer ist das geil. Es zählt es nicht als Großmacht. Aber ich sag einfach mal, dass es eine Großmacht ist. Da die 10 Provinzen haben und Österreich. Auch 10 Provinzen. Von daher sind die gleich groß wie der Kaiser. Da kann man die schon mal Großmacht nennen. Österreich ist aber auch keine Großmacht, aber ja. So, ich muss an der Stelle einen kleinen Cut machen. Aber das soll uns da von dem Restlichen nicht abhalten. Wir warten jetzt immer noch auf das Spionagenetzwerk.
das eigentlich auch ganz gut vorankommt gerade. Schade, dass wir keine Großmacht sind, weil sonst könnten wir Anhalt des Braunschweig, das Bündnis mit Braunschweig abzwingen. Ich glaube, die würden es sogar so akzeptieren, dass sie das machen müssen, weil die Angst vor uns haben, sicherlich. Glaube ich jedenfalls. Irgendwer ist angekommen gerade. Irgendein Brefeld. Wie auch immer das ist. Haben wir eigentlich sonst noch außer Burgen irgendwelche Häuser? Nee. Wir haben keine weiteren Gebäude. Also sicherlich haben wir weitere Gebäude, wie man das ja hier sieht. Aber nicht so wichtig Gebäude, ihr wisst sicher. Nicht so gebaute. Nicht so im Interface. So, noch einen Monat. Das wird der Aprilkrieg. Es ist ja gerade fast April. Also, von daher passt das irgendwie. So. Project. So. Was hält die davon ab? Ziemlich so, ziemlich alles. Okay, ich hoffe, das wird gut gehen. Sonst, ja. Sonst, ja, sieht das nicht so gut aus. Wir kriegen Malus, aber ich möchte. Oh shit. Ja, sie sind reingekommen. Rebellen? Oh shit. Wir haben die Schlacht verloren. Aber die Kriege haben jetzt Rebellen am Hals. Wir werden davon ziemlich zerdrückt. Warum bin ich jetzt so hart im Minus? Die Rebellen haben sie fast zerstört. Wir brauchen einen kleinen Wiederaufbau. Wir besetzen einfach mal. Können nichts besetzen, ja moin. Das war mal wieder so richtig Karma. Oh, das wird jetzt problematisch. Aber ich hoffe, die gehen nach Brandenburg. Jawohl. Geht doch. Brandenburg könnte da nachlegen. Brandenburg könnte da nachlegen. Wir sind im Minus, das ist nicht so gut. Ich überlege, ob ich die Armee um 1000 Mann kürze, aber jetzt sieht es gerade nicht so gut danach aus, dass ich das machen sollte. Aber Kriege werden ja dadurch gewonnen. Schlachten sind entscheidend, Niederlagen sind auch entscheidend, meine ich natürlich. Weil wenn es keine Niederlagen gibt, dann ist man sich zu selbstsicher. Man muss schon etwas durchgemacht haben. Das gab es ja in manchen Kriegen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Russland oder so. Gegen Napoleon. Hätte Russland dann direkt aufgegeben, nachdem Frankreich nach Moskau gegangen ist, hätte Napoleon gesiegt. Aber die haben ja die Stadt in Brand gesetzt, was nun nicht so gut für sie selbst war. Und wir werden, weil Berlin so eine gute Burg hat, die noch ein bisschen standhält, werden wir vor denen fertig sein mit der Belagerung. Genauso wie hier in Braunschweig. Das ist doch gut. Wir versuchen natürlich, obwohl vielleicht könnten wir Braunschweig, also die Provinz Braunschweig, entweder noch Brandenburg oder uns geben. Das ist auch eine Möglichkeit. Die kommen gar nicht voran. Nice. Das ist 3. Okay, hier ist auch nur die Stärke 1. Und da oben 3, die Festungsstufe. Und die benötigten Regimenter sind 3000. Tier 9000. Die nicht besitzen. Deshalb sitzen die da in der Falle. Die können gern so viel wie sie wollen. Wir belagern erstmal die anderen. So viel wie sie wollen da belagern. Wir belagern erstmal die anderen Städte. Und wenn wir alles belagert haben, ziehen wir mit unseren 7 und 15, 21.000 Mann. Ne, es sind gar nicht 21.000. Aber das soll keine Rolle spielen. Gegen die 7.000, keine Ahnung.
Einort wissen. Aber wir helfen mal bei der Belagerung. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Wir gehen vielleicht direkt mal nach Heuer. Heuer! Gegen die können wir es noch nicht aufnehmen. Immerhin. Aber die wurden von den Rebellen ganz schön zerstört. Die Rebellen sind weg und die wurden zerstört. Das war eine Win-Win-Situation für uns. Egal wer gewonnen hätte. Es war gut. So, können wir jetzt nach oben nach Heuer gehen? Jawohl. Und die versuchen immer noch chancenlos. Aber wir brauchen gar nicht nach Heuer gehen. Wir erlauben das den unserer Armee anzuschließen. Was sie auch machen. Jawohl. So. Jetzt ziehen wir dahin. Mit Gefolge. Wohl, vielleicht sollten wir noch auf Magdeburg warten. Wir halten erstmal in der Altmark. Wir warten noch auf Magdeburg, die dann ja auch ziemlich rasch kommen werden, sicherlich. Und jetzt ist Hannover wieder. Hä? Lol. Omega Lull. Warte mal. Wir werden Frieden schließen mit Braunschweig. Den wir den Braunschweig nehmen werden. So einfach ist es. Natürlich noch Kriegsreparation, Handelseinfluss, das geht nicht, aber auch ein bisschen Kohle drauflegen, so. Und Bündnis mit Anhalt. Obwohl, nee, Anhalt existiert danach nicht mehr. Mit Lübeck, mit Lüneburg zerstört. Wie weit gehen die? 76, okay. So. Jetzt 100%. Dann nehmen wir denen das noch. So, unser Reich ist gewachsen. Wir sind, glaube ich, fast Großmacht sogar. Obwohl, Großmachtstellung werden wir noch nicht so schnell erhalten. Erstmal sind wir minus. Wir müssen erstmal alles abwinden. Aber wir besiegen die Magdeburgschen Rebellen. Die Anhaltschen Rebellen. Die können gern angreifen, dann kriegen sie einen Malus. Das gefällt mir doch so. Dann gehen wir in unsere Hauptstadt Sachsen zurück. Ich glaube, das soll jetzt auch mit der ersten Folge gewesen sein. Ja. Ich gucke hier nochmal die Sachen an. Österreich wird durch viele Leute unterstützt. Das gefällt mir. Vielleicht können wir weiter dann Richtung Köln. Nee. Hierhin. Aber Braunschweig hat Frieden mit uns. Ja. Vielleicht auch Würzburg, obwohl Würzburg. Ja, wir sehen, wie wir jetzt noch weiter. Vielleicht erstmal stabilisieren. Wir sind auch im Plus. 45 plus. Da rekrutieren wir erstmal 2 Einheiten. Das wird aber, glaube ich, schnell wieder sinken ins Minus. Oder? Ich hoffe, es bleibt noch stabil. Das warten wir. Ah ja, guck. So, ja. Dann müssen wir den Bau wieder abbrechen. So. Das soll es gewesen sein mit der Folge. Haut rein. Und ciao.